So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein Case Opening, nachdem das letzte doch relativ gut gelaufen ist. Haben wir gedacht, wir hauen direkt nochmal rein und machen nochmal eins. Wir haben uns wieder 5 Prisma-Kisten, 20 Klatschkisten und als Special haben wir uns heute wieder eine eSports, und zwar die rote, geholt. Die, was ja mittlerweile auch, glaube ich, 17 oder 18 € kostet. Daneben eine schöne Bravo-Kiste, wo 20 € kostet. Wir haben beim letzten Mal relativ sehr gut abgeschlossen, haben gut Plus gemacht und haben jetzt quasi den gleichen Einsatz wieder und werden jetzt nur blaue Scheiße ziehen. Die Nummer machen wir jetzt auf jeden Fall. Wir Weil machen es ist. aus 100 € 10 €. Genau. Das ist nämlich immer das, was man auf jeden Fall empfehlen kann, wenn ihr quasi was Gutes zieht, das direkt wieder. Also, wir haben ja nicht alles wieder eingesetzt. Egal, wir labern jetzt nicht mal rum weiter. Wir fangen direkt an mit der ersten Prisma-Kiste. Hoffen natürlich, drückt auf jeden Fall die Daumen, schreibt in die Kommentare, was ihr als letztes Gutes gezogen habt. Und wenn ihr mehr sehen wollt, knibbelt auf jeden Fall einen Daumen hoch rein. Das ist in der. Wir wollen keine Prisma. Und noch Klatsch, oder? Ja, wir fangen mit Klatsch an. 5 Klatsch, 5 Prisma, 10 Klatsch. Fertig. Auf geht's. Die AWP Mortis wäre nice, Factory New, StatTrak, Nemo. Und alles drüber hinaus natürlich auch in Factory New und StatTrak. Natürlich. Der trollt uns voll hart. Ich hab. Nachtunruhe. Ja. Du musst mehr callen, sehe ich gerade. Naja, Mann. Die M4 aus dem letzten Video, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, zieht euch das auf jeden Fall auch rein. Habe ich halt gecallt davor im Prinzip indirekt. Ja. Da war auch schon wieder die scheiß AWP. Da kriegst du irgendwas. Ja, da ist was im Anflug auf jeden Fall. Die UMP sieht, by the way, gar nicht so cool aus. Ja. Wie ich kurz gedacht habe. Generell hat es aber coole Kisten. Wir haben die aber generell auch noch nicht so oft aufgemacht, weil einfach nie da so der Wille da war, irgendwie Handschuhe zu ziehen. Aber ich glaube, bei Handschuhen kannst du halt Platz auch für richtig, Handschuhe, ja, ja. genau, auch richtig reinlacken. Das ist natürlich der beste Skin. Urban Hazard, städtische Gefahr. Vor allem ist eine P2000, Ja. beste Waffe ever. Wie viele waren das jetzt schon? Drei. Zwei noch und dann gehen wir auf Horizon um. Was habt ihr so als letztes gezogen oder sagt ihr generell halt um? Ne, oh Mann, die Baumrinde. Die Hirnrinde. Die Hirnrinde. Baumrinde. Oder sagt ihr generell, nee, lass mal stecken, Kisten aufmachen, ist Geldverschwendung. Ist natürlich auch. Ich habe es früher eigentlich auch verteufelt. Aber, okay, daran hat sich eigentlich nichts geändert, aber das halt wahrscheinlich ein paar tausend Euro später. Die gute 5-7. Flammentest. So, das war doch jetzt aber der fünfte, oder? 2, 4, 5. Ja. Also ab zu Prisma. Prismatische Rigged-Kiste. M4. Die hätte's halt sein müssen. Wir haben halt, man muss jetzt dazu sagen, wir haben sie in Minimal Wear StatTrak gezogen, was mega geil ist. War 200 € oder so. Da fliegt halt auch wieder rot vorbei. 200 €. Aber jetzt musst du überlegen, hätten wir Factory New gezogen, wären wir halt bei über 600 € gelandet. Nur dieses Minimal zu Factory. Daher ist schon echt wieder leicht ärgerlich, dass wir halt in Anführungszeichen auf meckern hohen Niveau-Basis nur Minimal Wear gezogen haben. Das ist halt dann, du willst immer mehr. Ja. Ja, hier muss die AWP rauskommen, Factory New oder StatTrak natürlich oder halt ein Schwert. Oder halt die M4 natürlich. Die anderen ist halt alles nichts mehr wert. Die aufgebrachte Menge, Was ist die aufgebrachte der Menge? Angry Mob. Ist das die 5-7 oder was? Ja. Ja, die MAC-10 ist natürlich auch mega nice in StatTrak. Ist auch optisch wirklich ein Meisterwerk der Skin-Design-Kunst, muss man sagen. Das hier, das ist mal ganz Sinn. Ja, ist komplett beschissen. Drei Chancen noch auf den Knifte, ne, beziehungsweise fünf. In den anderen Kisten können wir auch eine Knife ziehen. Bloß wenn du aus der Bravo Case oder aus der eSports Case ein Schwert rausziehst, ist halt eigentlich schon fast ärgerlich, muss ich sagen. In Anführungszeichen, weil halt du Chancen auf richtig kranke Skins hast. Und die So, besten und neuen, die neuesten Knives kriegst du aus den alten Kisten auch gar nicht raus. Das kommt ja noch dazu. Das heißt, du ziehst schon so ein Gut Knife Safari Mesh Battle Scarf.
Ja. Weil nicht mal das, weißt du, die in Star Trek wäre schon so nice. Ohne war das Star Trek oder was? Nein, sicher nicht, aber die Chance wäre ja, dass es ein Star Trek gewesen ist. Okay, last one. Deswegen, ich finde, ich feiere es auch nicht, dass man nicht mehr sieht, dass es Star Trek ist. Einerseits überrascht es dann mehr, wenn es kommt und Star Trek ist, aber andererseits, wenn es vorbei geht, keine Ahnung. Habe ich glaube beim letzten Video genauso gesagt. Ja, okay, wenn die Star Trek ist, nee. Die ist sogar aber nicht mal so cool, die Condition. Was ist das für eine Condition? Abgenutzt, also wird ein paar Euro wert sein, maximal. Dann hauen wir jetzt restliche Klatschkisten rein. Und am Schluss, die letzten zwei Kisten, wird schon auch nochmal richtig spannend, also. Ja, bin ich echt gespannt. Das ist ja alles. Pipapo. Ah, die gute Nachtunruhe. Also die neuen, die deutschen Titel sind so für den Arsch, ohne Witz. Einen muss auf Englisch wieder umstellen. Ja. Ja gut, da wird jetzt mal einer sagen, das ganze Spiel hat auf Englisch zu sein, aber mein Gott. Naja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wann es auf Deutsch umgestellt hat oder ob es jetzt automatisch auf Deutsch gestellt hat irgendwann mal. Keine Ahnung. Und die Skins hießen ja am Anfang auch nicht Deutsch dann. Die haben sich dann mit der Zeit sind die einfach dann irgendwie übersetzt worden. Was ich nicht verstehen kann. Ja, die 5-7 ist, die haben wir gern heute. Ja? Mhm. Ja, das ist ein Slitzer zu schön. Ja. Gibt hässlichere Skins auf jeden Fall. So, du musst halt auch gerade hinstellen, das ist Präzisionsarbeit gefragt. Das kannst du ausmessen, das wird aufs Mühe wird es gleich sein. Ganz gerade kam sie runter. Okay, war bloß das Ding. Ja gut, Pink ist halt, wenn du Star Trek hast, kannst du schon mal, die haben wir auch schon. Das ist halt auch, keine Ahnung. Für die Tonne. Ja, man sieht es halt, jetzt ist ja schon mal das Glück wieder aufgebraucht. Ja, du musst jetzt erstmal wieder 1000 Kisten öffnen und dann zieht irgendjemand anderes ein fettes Knife und wir ziehen unsere blaue Scheiße weiter. Ja, auch sehr meisterhaft schöner Skin. Mhm. Dann geht alles halt vorbei und landet halt immer auf blau. Das ist halt so ärgerlich. Und da ist unser Freund. Am Anfang lauter lila und weißt du, ja, was und dann auf einmal kommt dann noch blau. Und dann hältst du vorm Roten an. So, die andere Richtung da drin. Ja, die ist Handschuhe. Ich habe noch nie Handschuhe gezogen, by the way. Ich glaube einmal. Hast du schon gezogen? Gerade mal, was ich aus dem Ertrag gemacht habe. Eine Star Trek Oxid Brand. Aber wie du auch immer so rechts hinguckst an den Rand und wartest, dass die Scheiße kommt. Und dann, die kommt aber nur, wenn du halt nicht drauf, wenn du denkst, okay, sie kommt nicht. Und die AWP geht halt 2-10-mal. Dreimal vorbei. Dreimal. Come on, Alter. Dreimal geht die halt vorbei. Ist es denn ihr Scheiß ernst? Oh, Mann. Dreimal geht die halt vorbei. Das ist Alter, schon da muss es schon noch klingeln. Hey, das ist ja eine komplette Frechheit. Das ist schon eine komplette Frechheit. Da muss es schon nochmal klingeln jetzt. Und die Hirnrinde. Also du guckst so gezwungen auf diesen rechten Rand. Aber die ist gar nicht so schlecht, finde ich. Wenn ich 5-7 spielen würde. Star Trek auch? Star Trek, ja. Wenn ich 5-7 spielen würde. Ich glaube, rechts ist halt einfach. Hartluftreifen. Ja, und kennt ihr das? Wenn ihr Kaffee trinkt, der echt mega lecker schmeckt. Dann habe ich gerade einen Hanuta gegessen und jetzt trinke ich den scheiß Kaffee. Das schmeckt einfach so abgefuckt hässlich. Was ist das mit abgefuckt hässlich? Ja, weil ich den Hanuta-Geschmack, der nimmt ja komplett die Süße weg und die Geschmack. Kombinieren. Ich tue das reinditschen, das Hanuta. Ja, das ist, wie wir es gecallt haben. Jetzt ist halt der Zeitpunkt gekommen, wo du nur blaue Scheiße ziehst. Handschuhe wäre schon mal an der Zeit. Richtig fette, schöne Handschuhe. Jetzt kommt auch die Winterzeit wieder. Ja, ganz wichtig. Damit kannst du die Hände nicht warm halten. Nee, doch, wenn du Dauerfeuer machst und dann einen Lauf hinfällst vielleicht. Star Trek?
Rising Star, Star Trek Factory New. 999 Euro. Letzte Klatschkiste. Wir sind gespannt. Hirnrinde wieder vorbei. Begeisterung macht sich breit. Naja, das passiert, wenn ihr gerade aus einer Investition habt. Ja, genau. Wenn ihr denkt, ihr könnt das Deep Streak weitermachen, dann kommt das dabei raus. Diese komplette Frechheit. Wir haben jetzt noch die zwei krassesten Kisten. Wir werden auf jeden Fall die E-Sport-Kiste zuerst öffnen. Und Leute, das wird jetzt in Rekordzeit machen. So schnell kannst du 40 Euro da nicht zu, sag mal, 5 Euro machen. Naja, 5 Euro ist realistisch. Legt's auf den Haufen, zündet's an, da habt ihr mehr Spaß dran wahrscheinlich. Ja, aber verbrennt euch nicht. Sonst habt ihr was keinen zuerst Spaß. Zu brauchen? Ja, die rote natürlich. Boah, ist ja günstig, selbstverständlich, der Billigscheiß zuerst. Naja. So, was haben wir hier? Die AK Red Laminate oder AWP Boom. Alles über lila Star Trek. Sogar die lilanen in Star Trek Factory würde ich alle nehmen. Hammer. Ja. Na, brutal hässlich, aber wenigstens was wert. Ja, aber die sind halt echt schon was wert. Allein okay. Wegen den Trade-Ups. Okay. Will wenigstens sehen, was vorbeigeht. Ja. Die AK ist vorbeigegangen. Die komplette Frechheit, und da kriegt sie wieder diesen. Da war die Boom! Da war die ABP-Boom! Mann, ist das eine Frechheit vom Gaben! Gaben, du Wichser! So eine Frechheit. Erst geht die AK vorbei und dann kommt noch die Boom am Schluss hinten am Eck und grinst dir ins Gesicht. So, da wäre ich gewesen. Naja, also gut, dann ich. Die will ich öffnen auf jeden Fall. Hier wäre es natürlich. Die muss man gerade machen. Lila, jeder Skin, schon nice in Factory New. Star Trek, extrem krank. Die Pinken sind schon extrem, eskalieren schon richtig hart. Und. Naja, die Feuerschwänge. Feuerschwänge müssen wir nicht drüber reden. Also drückt alle auf jeden Fall den Daumen hoch als Glückssymbol. Da hat das versaut. Wie müssen wir es hinstellen? Mittig. So. Mittig. Ganz gerade mittig. So. Ist nicht gerade, oder? Ja, ich sitze hier schräg. Dann sind wir her. Ich hab's perfekt gerade gemacht. So besser jetzt nicht. Wahrscheinlich ist es total schräg. Mann. Ich sehe es halt nur schräg, weil ich schräg sitze. Wünscht Glück. Also die AWP, oh Mann, will der mich komplett verarschen? Ich meine, schwarze Limpa. So, wie viel haben wir jetzt aus den zwei? Ich muss gar nicht so wissen. Soll ich mal wissen. Also aus 40, 1,50. Runden mal großzügig auf. Jetzt gleich einfach auf das andere Item gehen können. Hätte ich machen können, ja. Also dürfst du wohl bei knapp. Was? Ja, geh auf verkaufen. €3. Stabil. Komm, dann machen wir noch einen Trade-Up mit den drei drin. Dann haben wir noch 30%ige Chance, ein bisschen bessere Scheiße zu bekommen. Also. Die. Ja, jetzt musst du raussuchen. So das ist eine behinderte Krüppelkacke. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, zumindest jetzt als Trostpflaster. Ich weiß nicht, was das jetzt. Ja, du musst gucken, da steht neu dran. Achso, das die ist nicht. Moin. Die auch nicht. Wir haben jetzt quasi die hier. Einmal, wir haben jetzt quasi drei Items aus den teuren Kisten, drei blaue, geh mal hoch, dann haben wir, die füllen wir nachher auf, damit zumindest mal eine 30%ige Chance, eben einen Purple zu bekommen, aus einer dieser drei Kollektionen, die ja. Dual Berettas. Und das dritte haben wir gar nicht, oder was, war das ein Purple? Geh mal wieder runter. Bist du drei, bist du von letzten Case Opening.
Oder hast du die verkauft? Das war ein Purple. Ach, das war Purple. Okay, dann haben wir 20%ige Chance. Ja, dann musst du jetzt mit irgendeiner Scheiße auffüllen. Du darfst mal teuersten blauen Skin hin und rein, oder was? Damit es noch schmerzhafter wird, wenn einfach aus der Scheiße ein Purple rauskommt, wo nichts wert ist. 20% Chance, ein letztes Mal, weiter. Oh ja, E-Sport Collection. Nehmen wir. Was ist die wert? Wenig, dass das... Minimal Wear, die könnten ein paar Euro wert sein. Ja, okay. 5 Euro? Wir haben aus 3... Wir haben wahrscheinlich aus 5 Euro 5 Euro gemacht. Sauber. Also gut, drückt auf jeden Fall Daumen hoch rein. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt in die Kommentare, was ihr als letztes gezogen habt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.